Sieht doch gut aus, oder? Sieht aus, ob ich weiß, wo es lang geht. Nice. Zur Bahn. Almost forgot about this thing. Ja, wir waren ja, stimmt, wir sind ja auch noch draußen lang gelaufen. Stimmt. Da war ja auch noch. Ich laufe das doch. Ich glaube, ich kann mich auch teleportieren, aber ich laufe das jetzt. Jetzt ist es auch zu spät. Deswegen wollten wir uns ja rein theoretisch auch noch draußen ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas, was interessant wirkt. So wie da oben das Zeugs. Gut, dass sie nicht kämpfen wollen. Ich will ja auch gar nicht kämpfen. Okay, wer vögelt denn hier die ganze Zeit? Let's, geh von meiner Leiter runter. Oh, ich hasse meine Steuerung. Er holt sich aber auch keinen neuen Controller. Das ist hier nicht gerade das, wo ich laufen will. Das da vorne ist es noch viel weniger. Oh Gott. Ey, meine Steuerung macht mich echt kirre, ey, ehrlich. Die Steuerung macht mich echt kirre. Wir sollten den Fall überleben. So, ich bleib mal ganz kurz stehen. Ich weiß nicht, ob der Blaue da gegen uns kämpfen will. Der Vogelmann. Nö. Gut. Okay, wir können auch da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da. Okay, ich sorry, aber das sieht so... Ich muss da jetzt mal hoch. Ich muss da jetzt doch mal hochgucken. Let's use this. Vielleicht ist da oben ja ein Leggy. Und da wir ja so gut sind, den Leggys verprügeln. Das Vogelgeräusch nervt. Aber ich glaube, danach müssen wir uns echt teleportieren, wa? Weil das kletter ich garantiert nicht nochmal wieder runter. Das tue ich mir nicht an. Sein, das ist eine Abkürzung. Irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Mir gefällt es aber nicht, dass wir so weit oben sind. Aber richtig bin ich auch nicht. Das ist eine Ether-Quelle. Aber die ticker ich jetzt tatsächlich nicht an, weil, sind wir mal ehrlich, brauchen wir nicht. Okay, nur wegen zwei Containern? Oder wegen dem Mr. Leggy. Mr. Leggy. Er ist aber hübsch. Ich wollte sagen, wie lange fällt denn der überhaupt? Können wir den ein bisschen ziehen? Nee, wir können den ja tatsächlich. Wir können den leider nicht ziehen. Können wir uns mal bitte bei mir sammeln oder so? Können wir uns mal bitte ganz kurz hier versammeln? Sonst nervt es nämlich doch ein bisschen.
Ich habe Angst runterzufallen, ehrlich gesagt, wenn ich hier so stehe. Ehrlich, mir gefällt das gar nicht, dass der da so... Dass der so da ist. So, jetzt machen wir die Angriffskette. Oh cool, wir tragen sogar wirklich die Augenklappe, das ist cool. Wir tragen sogar wirklich die Augenklappe. Ach ja, du bist ja jetzt ein anderer. Jetzt haben wir ja gar keinen mehr, der dich zum Schwanken bringen kann, oder? Ohnmacht, ich sehe... Tatsächlich niemanden, der zum Schwanken bringen kann. Ups. Das müssen wir dann aber... der Vogel einfach runterfällt. Das müssen wir dann aber mal erledigen, tatsächlich. Die Kamera ist super. Der überlebt das eh nicht. Gehen wir auf sie, dann können wir gleich danach ein Ouroboro-Ding machen und dann ist Ende. Das Ding ist eh schon tot, die EXP sind mir jetzt relativ. So kommen wir leider so anders nicht raus. Jetzt wird noch georoborot. Die sind mir auch am liebsten, weil sie die Abwehr des Gegners ignorieren. Das finde ich echt wichtig, eigentlich, wenn sie diesen Angriff machen. So, erledigt. Container sind meine, EXP sind meins, alles meins. Meins. Ist das like a rare thing? Wonder what's inside. Ist da vorne noch eine Tür oder so? Das sieht so türig aus da vorne. Können wir da durch? Nee, ich glaube nicht. Materiallager. Also, können wir da wirklich nicht durch? Nope. Okay, dann suche ich mir jetzt aber was zum Teleportieren dahin, wo wir müssen. Hier oben scheinbar. Dann gehen wir da auch hin.
Komm ich runter. Muss ich den auch. Achso, muss ich den Aufzug nehmen? Nee. Da muss ich lang. What kind of place is this? Und die Unterwasserboote? Hallöchen, bist du Samon? Nun, richtig. Unser Freund sind berühmte, berüchtigte Ouroboros? Samon hat von Monika alles gehört, hat ganz spezielle Schiffe, Freunde. Super. Schiff heißt Grenzgängerin. Freunde können ausgeliehen haben. Wow, scharfes Teil. Das erste und letzte Mal, dass ich hier, dass ich bisher ein Schiff gesehen hatte, war in einem von unseren Ausbildungsbüchern. Aus Dankbarkeit können Freunde Samon bitte ab sofort siezen. Wie soll ich sie siezen? Wir haben nicht viel Zeit, also erklären Sie uns bitte, wie der Plan ablaufen soll. Staun, staun, über Schiff schon fertig? Freunde sind wirklich zu gehetzt. Aber nun, dann mal Lauscherspitzen für Plan. Umgebung vom Schloss Agnes ist selbstverfreilich absolute Sperrzone. Levenis kann noch so gut getarnt sein, wird sofort vom Himmel geschossen. Deshalb müssen Freunde über Ezia-Meer anfahren. Vom Meer aus also. Aber werden sie uns da nicht genauso entdecken und abballern? Ezia-Meer liegt in dichtem schwarzen Nebel. Wenn alle, also Schiff ganz schleich durchschippert, bleibt Schiff komplett unter Radar. Klingt nach einem Plan. Von weiteren Details wird Samon jetzt erstmal Schiff seeklar machen. Und Freunde werden helfen. Ist Schiff denn noch nicht seeklar? Grenzgängerin hat leider noch keinen Treibstoff. Verstehe. Wenn irgendwo mit angepackt werden muss, ich bin gern dabei. Gut gesprochen, mit Hilfe von Kraftmädchen wird sicher alles ganz flinky gehen. War nämlich Teil von Problem, dass Samon nicht 300 Ätherzylinder schleppen kann. 300 von den Dingern? So viel Treibstoff verbraucht das Schiff? Gibt auf weite Meer leider nirgendwo Tankstelle. Stimmt auch wieder. Aber wo treiben wir denn jetzt auf die Schnelle so eine Menge von Ätherzylindern auf? Gute Frage. Letzter Äthervorrat von City hat Salomon nämlich alle für Prototyp-Test verbraucht. Also müssen wir sie nicht nur physisch heranschleppen, sondern erstmal irgendwo auftreiben, korrekt? Nein. So viel Arbeit kann Samon Freunde natürlich nicht zumuten. Samon hat längst alles arrangiert, quasi. Freunde müssen nur zu Timna gehen und alles klären. Und diese Person besorgt dann die Ätherzylinder, richtig? Nunu, Timna ist Oberpon von einem von 6 großen Häusern. Hat sicher 100 oder 1000 Ätherzylinder für guten Zweck übrig. 6 große Häuser? Herrscher von City, reiche Leutchen. Alles klar. Und wo finden wir Timna? In Wohnviertel Kaleum von City. Dann gehen wir da mal hin. Laufquests! Laufquests sind die besten Quests. Okay, bevor wir jetzt wirklich laufen, habe ich eine Karte. Und eine Teleportation. Und dann habe ich eine Ahnung, wo wir hin müssen. Und dann ist alles viel einfacher. Okay, dann nehme ich halt dahin. Das andere wollte nicht, da waren diese Dings das. So, jetzt sollen wir zu den Proleten Heinzens. Hier sind wirklich viele Leute, mit denen wir sprechen können. According to Mr. Samon, Timna's place should be around here. Kann ich mit meinen Leuten reden? Nee, ich glaube, das war jetzt eher Zufall. Ich hatte mich aus Versehen Tayon gerade angeklickt und war dann verwirrt.
Vier Glück Klee. Da hoch. Timna! Sind Sie Frau Timna? Samon schickte uns. Oh, worum geht's denn? Es ist eine recht dringliche Angelegenheit und zwar bräuchten wir eine große Menge Treibstoff, um... Die Hintergründe kannst du dir sparen. Wenn ich den Namen Samon schon höre, weiß ich, dass es um etwas komplett Verrücktes geht. Das würde ich jetzt nicht... Schon gut, was will Samon jetzt wieder haben? 300 Ether-Zylinder? Er verbraucht die Dinger ja schneller, als man hingucken kann. Aber gut, ich werde sehen, was sich machen lässt. Es gibt da allerdings ein kleines Problem. In letzter Zeit mucken hier vermehrt die Konservativen herum. Es ist leider eine Tatsache, dass es nicht gerade ein Überschuss an Vorräte gibt. Und alles nur wegen diesen Konserven? Das sind wohl Leute, die den Krieg nicht gutheißen. Gut zusammengefasst, ihr habt wohl schon gemerkt, dass in der City unterschiedliche Strömungen gegeneinander ankämpfen. Eine Gruppe will, dass wir uns von der Außenwelt abschotten und die Möbius nicht provozieren. Ihr Ziel ist es, die City um jeden Preis in ihrer jetzigen Form zu beschützen. Das sind die Konservativen. Aber genug von diesem politischen Exkurs. Zurück zu den Ether-Zylindern. Die horten sicher mehr davon, als die City benötigt. Nur um uns eine lange Nase zu machen. Die können wir uns geben lassen. Na, aber die werden sie doch garantiert nicht freiwillig rausrücken, oder? Ich habe dort eine Freundin, die mit sich sprechen lässt. Verstehe. Also gibt es innerhalb der Konservativen weitere Unterströmungen. Dann werden wir mit dieser Person sprechen. Ja, tu das. Ihr Name lautet Miori. Praktischerweise ist sie für das Materiallager zuständig. Sag ihr einfach, Nopon braucht Hilfi Hilfi. Dann wird sie verstehen. Nopon braucht Hilfi Hilfi? Das Materiallager liegt außerhalb der City. Passt auf euch auf, wenn ihr dorthin geht. Machen wir. Vielen Dank. Hurra, Laufmission. Laufmissionen sind einfach immer das Beste. Kann ich hier hüppen? Ich kann hier hüppen. The place Timna lives. It's so different from where they've got us staying. I dare say being in one of those six houses sets one apart from most of the city residents too. Ich finde jetzt aber nicht, dass sie viel schöner wohnt. Also bei schöner Wohnen kann sie nicht mitmachen. Okay, außerhalb wurde gesagt. Noch viel außerhalbiger? Oh ne, doch nicht außerhalb. Ist doch gar nicht außerhalb. Ja, außerhalb gesagt, deswegen war ich jetzt. Außerhalb gedacht. Oh, warte, doch außerhalb. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Gut, dass wir schon vorher hier waren. Hey, du bist doch bestimmt Miori, oder? Wer will das wissen? Timna hat uns von dir erzählt. Es geht darum, dass wir dringend ein paar Ether-Zylinder bräuchten. Timna? Was hat sie denn genau gesagt? Keine Botschaft für mich oder sowas? Botschaft? Wenn da irgendwas war, habe ich es wohl schon wieder verdrängt. Dann kann ich leider nichts für euch tun. Bitte geht jetzt. Läuft ja wie geschmiert hier. Aber Timna sagte uns, du... Ich hab zu tun. Auf Wiedersehen. Hä? Das ist... Nein, warte doch! Minoru will nicht zuhören. Ja, Ohren wie zugestöpselt. Nopon braucht Hilfi... Hilfi? Hä? Bist du dir da ganz sicher, dass sie das genau so gesagt hat? Also, oder war es Hilfi Hilfi? Schon gut, alles klar. Ich helfe euch. Echt? Danke. Da fällt Steinistein vom Herzilein. Verstehe, das war also eine Art Passwort. Ich stehe hier immer noch auf dem Schlauch. Minorio ist Nopon-Fan. Wie viel braucht ihr denn? Ether-Zylinder? 300 Stück bitte. Ich werde mal gucken, ob wir so viele da haben. Wartet hier.
Und passt bitte auf, dass sich währenddessen niemand anders dem Lager nähert. Okay. Wer soll sich denn hier nähern? Kommt doch keiner freiwillig hier in die Pampa. Es ist doch offensichtlich, dass sich einer politischen Gruppierung angehört, die uns kritisch über gegenübersteht. Sie will sicher äußerst ungern in den Verdacht geraten, uns Ouroboros zu unterstützen. Wäre es da nicht schlauer, wir würden ihr da drinnen helfen, damit wir schneller wieder von hier weg sind? Sie hat gesagt, plötzlich eine Entscheidung. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Entscheidung gehabt. Sie hat gesagt, es soll sich niemand dem Lager nähern. Das würde ich so deuten, dass wir auch nicht reinkommen sollen. Stehen wir einfach hier Schmiere, so wie sie es uns gesagt hat. Stimmt irgendwas nicht, Mimi? Ich habe etwas gehört. Irgendetwas nähert sich uns. Ganz schön viele. Warum sind die so riesig? Wir sollten sie besiegen, bevor sie allzu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. Ja, dann auf die Fresse. Machen wir mal den AOE hier. Als Ouroboro machen wir auch wirklich wenig Aufmerksamkeit. Was bitte war das für ein Lärm? Schon alles erledigt, es ist niemand hergekommen. Okay. Die Ätherzylinder wären dann bereit. Ihr könnt sie mitnehmen. Prima, danke. Mich interessiert, was jetzt, ne? Schiff Ätherzylinder 99, 99, 99, 3. Schon scheiße, wenn es keine 100 da gibt, ne? A ship, huh? I'm on board for that. So, dann würde ich jetzt aber sagen, wir stellen uns jetzt erstmal hier oben hin und machen die Aufnahmepause, wa? Das scheint doch auch eine gute Idee zu sein. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir machen jetzt erstmal die Aufnahmepause. Belassen wir es dabei, bevor ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Hier kann ich nochmal reingucken, aber ich glaube nicht, dass wir irgendetwas... Nö. Nichts gefunden, nichts bekommen, nichts gemacht. Toll. Ich wollte nochmal wegen den Techniken gucken, ne? Ach, später. Machen wir wann anders. Vielleicht im Stream oder so. Mal sehen. Okay. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.